Ciao, 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 meine Schalke-Freunde, Sportskammern und YouTube-Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, gestern habe ich mich nicht dazu geäußert, zu Rouven Schröder, da wir ja gestern, das war eine Nachricht, die wie eine Bombe eingeschlagen hat, ist wie eine Bombe eingeschlagen. Und viele mich auch gefragt haben, machst du ein Video drüber, machst du ein Video drüber? Aber ich habe mir gedacht, nein. Wir hatten ja auch noch den Schalker Dreisel, wo wir auch drüber gesprochen haben, sehr viel auch spekuliert haben. Man muss das auch wirklich mal einen Tag sacken lassen. Und das habe ich auch gemacht. Im Schalker Dreisel habe ich auch dazu was gesagt, aber das waren auch nur Spekulationen, was ich da gesagt habe. Vielleicht hat es da gescheppert zwischen denen, deswegen hat er aufgehört. Wir wissen es nicht. Und ich habe ja auch gesagt, wie, warum verlässt er den sinkenden Schiff jetzt, erst jetzt, warum? Aber wenn man sich das sacken lässt und dann viele Berichte liest, und dann habe ich mir heute die Pressekonferenz mir angeschaut und mir gedacht, okay, Peter Knebel hat drüber gesprochen. Okay, man kann jetzt sagen, sagt er die Wahrheit, sagt er nicht die Wahrheit. Aber so wie es mir rüberkam, wirklich so wie es mir rüberkam, denke ich mal, warum soll er jetzt da sich hinstellen und lügen? Das würde der Rouven Schröder, glaube ich, auch nicht gefallen, wenn er sich da hinstellt und erzählt da irgendwas. Und Rouven Schröder guckt sich die Pressekonferenz vor dem Fernsehen, er hat den ja auch so gegrüßt und denkt sich darauf, was erzählt er für ein Mist? Kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mir nicht vorstellen. Wie der Peter Kleber gesagt hat, der Rouven Schröder war schon mit den Gedanken, auf Schalke aufzuhören, nicht gestern, schon seit ein paar Wochen war er schon mit den Gedanken, dass er nicht mehr möchte. Und dann überlegt man sich, aha, warum wollte er nicht mehr? Wieso war das zu viel für den? Das sind jetzt alles Spekulationen. Weil man hatte gestern im Schalker Dreisel hat man auch gehört, hey, habt ihr gehört, da wurde erzählt, er wollte unbedingt den Tedesco und die anderen wollten den nicht und dann hat das geknallt. Dann hörst du auf der anderen Seite, ja, er wollte vier, fünf Spieler haben unbedingt, aber Schalke hat kein Geld, geht nicht, dann hat es geknallt. Man hört so, man hört so, man hört so, man weiß jetzt nicht, wo ist die Wahrheit? So, für mich. Die Wahrheit werden wir nicht wissen. Werden wir auch nicht wissen. Das weiß der Rouven Schröder und die Schalker Verantwortlichen. Und wenn unser Peter Knebel sagt, die sind nicht jetzt mit Hach und Krach auseinandergegangen, müssen wir es glauben. So. Und bei mir ist das so, glauben oder nicht glauben, ich weiß es nicht. Ich glaube, im Endeffekt, ich bin sehr gläubig, aber um jemand zu vertrauen und zu glauben, da braucht man viel. Und ich weiß nicht, ob ich da glauben soll oder nicht. Ich bilde meine eigene Meinung und sage, wir müssen das akzeptieren, dass der Rouven aufgehört hat. Ist schwer zu akzeptieren. Ehrlich, ich knack noch immer da, ich bin noch immer dabei. Es ist wirklich schwierig, das zu verstehen und zu akzeptieren, weil ich immer mir selbst sage immer, warum verlässt du uns ausgerechnet jetzt? Wo das Boot ganz unten ist und wir müssen das Boot wieder hochholen, weil wir sind auf den 18. Tabellenplatz. Weil der Rouven hat mir immer dieses gutes Gewissen gegeben, wenn ihr die Pressekonferenz gesehen habt oder Interviews, der hat mir uns dieses Selbstbewusstsein wiedergegeben. So, man hat gemerkt, boah, das ist neue Schalke, wir packen zusammen an. Und dann verlässt er uns einfach. Und das ist schwierig, ist wirklich schwierig, aber. Was wir lernen müssen, ich tue mich auch dabei, nicht was wir, ich auch, wir müssen das akzeptieren, wenn ein Mensch nicht mehr kann. Okay, der Rouven wollte nicht, er hat, wie der Peter Knebel gesagt hat, er hat den Verantwortlichen das schon seit ein paar Wochen gesagt, er möchte aufhören. Klar, der Zeitpunkt ist immer falsch, man hätte auch sagen können, warum macht er das nicht wartet bis zur Winterpause und dann macht er den Cut. Egal welcher Zeitpunkt gekommen wäre, wäre für uns immer scheiße gewesen. Ist so. Du kannst halt nicht jedem gerecht machen. Ist so. Ich kann es auch nicht hier auf meinem YouTube-Kanal jedem gerecht machen. Geht nicht. Entweder man akzeptiert meine Meinung, man akzeptiert so, wie ich bin,
Oder sage ich, ciao, hau rein. Und wir müssen das akzeptieren, was der Ruven gemacht hat. Und deswegen sage ich nochmal, von meiner Seite, Herr Ruven Schröder, diese Monate, wo du bei uns warst, wir sind abgestiegen, du kamst hierhin, muss ich wirklich sagen, hast alles in der Hand genommen, zusammen mit den Verantwortlichen, und wir sind wieder aufgestiegen, wo ich persönlich nicht dran geglaubt habe, dass wir direkt wieder aufsteigen. Ich habe es immer gehofft, so im Inneren, aber nie dran geglaubt. Aber du hast das so geschafft, dass wir da dran geglaubt haben, die letzte. Und wir haben es geschafft, wir sind dann aufgestiegen. Dieses Kompliment geht auch an dir, Ruven Schröder, was du da gemacht hast. Hammer, hammermäßig, wirklich. Und deswegen geht auch ein Riesendank von mir an dich, Ruven Schröder. Danke für diese geile Zeit, die du uns gegeben hast. Das war eine geile Zeit. Und ich werde nie ein böses Wort über dich sagen. Niemals. Vielleicht, ich bin enttäuscht, weil du uns verlassen hast. Aber wir müssen es akzeptieren. Ist so. Viele sind enttäuscht, können es nicht verstehen. Ich auch nicht. Sag nur immer, warum, wieso, weshalb. Aber jeder Mensch hat seine Gründe, warum er aufhört. Und das müssen wir akzeptieren. Das müssen wir wirklich akzeptieren. Auch wenn es schwer fällt. Ich akzeptiere das, aber trotzdem muss ich noch dran knacken, ist so. Aber es geht weiter. Wie wir immer sagen, Spieler, Trainer, Sportdirektor, Vorstand kommen und gehen. Aber Schalke, unser Verein bleibt immer. Unser Verein bleibt immer. Und nochmal, Ruven Schröder, danke für diese geile Zeit. Sag ich tausendmal, danke für die geile Zeit. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles, alles Gute, dir und der Familie. Wirklich top. Danke nochmals, danke nochmals. Ja, und jetzt kommen wir zu einem neuen Trainer auf Schalke, wurde ja in der Pressekonferenz vorgestellt, wurde gestern Abend noch bekannt gegeben. Ja, die Spekulation waren immer Thomas Reis von VfL Bochum, aber dann kamen wieder andere Namen immer im Spiel, der Name kam im Spiel, der Name kam im Spiel, aber es wurde Thomas Reis. Und die erste Pressekonferenz mir angeschaut, viele feiern, ja, geil, der ist Hammer, ich warte lieber ab, ich finde den sympathisch, den Thomas Reis habe ich immer sympathisch gefunden, aber es wird schwierig, ohne zu lügen, man muss wirklich sagen, Respekt an Thomas Reis, dass er sich das antut und versucht, uns vom Abstieg zu retten, da riesen Respekt erstmal, zweitens, riesen Respekt von mir, wie wir verstanden haben, du bezahlst auch aus deiner eigenen Tasche mit der Ablöse. Das macht nicht jeder, dass er selbst mit sich beteiligt bei der Ablöse. Deswegen erstmal riesen Respekt, Thomas Reis. Da hast du richtig Pluspunkte bei uns. Wir packen den Karren alle zusammen an. Wir werden unseren neuen Cheftrainer, der beim FC Schalke 04 ist, supporten, unterstützen, alles für ihn geben, auch wenn es noch nicht sofort laufen wird, weil wir können jetzt nicht sofort Wunder erwarten, sofort, nein, peu à peu muss hart gearbeitet werden, mutig, er hat ja gesagt, ich will mutig nach vorne, anders können wir es nicht schaffen, wir müssen mutig werden nach vorne und das wird er, glaube ich, auch packen. Wir haben ja selbst gesehen, was er in VfL Bochum die letzten Jahre gerissen hat. Chapeau, auch wenn viele sagen, was willst du mit Thomas Reis, hey, er ist unser Cheftrainer, wir werden den jetzt auch supporten und unsere Unterstützung geben und das machen wir alle und ich sage nochmal, herzlich willkommen Thomas Reis beim geilsten Verein der Welt, bei den geilsten Zuschauern der Welt für uns und wir werden alle dich unterstützen. Auch wenn es noch nicht so klappen wird am Anfang, aber die Unterstützung wird da sein. Auch an die Fans, 60.000 werden am Sonntag in der Arena sein. Und dann wirst du sehen, was das für eine Unterstützung wird. Weil jetzt müssen wir uns wieder erholen nach dem Schock von gestern und packen wir es an. Das Ziel heißt nur Klassenerhalt, egal wie. So, das war mein Statement zu unseren Ruben und zu unserem neuen Trainer. So, schreibt ruhig in die Kommentare, wenn ihr möchtet, braucht nicht. Alles klar, dann sage ich mal, haut rein, ciao, ciao, arrivederci, Glück auf.